so creepy. Gut, aber sei zurück in 2 Stunden. Okay. Obwohl er nicht den Schnitt für eine Mahlzeit machen würde, könnte ich ja noch ein bisschen Spaß haben. Wer ist da? Nur ein Freund. Hä? Wow, wow, eine sprechende Python. Ja, mein Name ist Kar. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Hey ja, mein Name ist Sans. Sans the Skeleton. Grüße, Sans. Würde es dir etwas ausmachen, dich für einen Moment oder 2 mit mir zu entspannen? Nein! Wenn du denkst, ich mache das nur, um dich zu essen, dann hast du nichts zu befürchten. Denn Schlangen können keine Skelette essen. Mich essen? Das möchte ich nicht und habe ich auch nicht vor. Ich wollte dir nur helfen, eine Pause zu machen. Warum hast du denn versucht, mich zu hypnotisieren? Manchmal passiert das, ohne dass ich es merke. Hör auf! Was? Aufhören? Peps, wo bist... Hä? Komm schon, mach keine Szene und hör auf, mich zu bekämpfen. Stich, helfe ich dir nur beim Entspannen. Peps? Das ist der Geist. Und nun entspanne. Lass mich die volle Kontrolle haben. Sans hat sich wieder in Schwierigkeiten gebracht. Sehr. Nun, möchtest du mehr entspannen? Sans, was zum Teufel hast du dich jetzt schon wieder in Schwierigkeiten gebracht? Sans, wo bist du hingegangen? Nun, sei ein gutes kleines Skelett. Und ruhe, bis ich wiederkomme. Sans, kannst du mich hören? Hallo, Freund. Was? Alte Schlange? Mein Name ist Kar. Oh, und ich bin Papyrus. Hast du meinen Bruder gesehen? Wie ist der Name deines Bruders? Es ist Sans. Der Name der 9. Glocken. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn gehört. Mir fällt es nicht ein. Tut mir leid. Sans? Du hast mich angelogen. Wieso sitzt mein Bruder dort auf dem Baum? Oh, er ist dein Bruder. Ich habe gedacht, dass er größer ist. Ja, das ist mein Bruder. Ist er wirklich dein Bruder? Jetzt, hör auf zu lügen. Du bist mein älterer Bruder. Hey, wieso hast du mein Bruder mit deinem Schwein verwickelt? Oh, nein, mein Freund. Du missverstehst das. Ich habe das nur getan, damit er nicht vom Baum fällt. Ich verstehe. Also, kannst du meinen Bruder wieder freilassen? Aber zuerst musst du noch eine kleine Pause mit uns machen. Eine kleine Pause? Wie kommst du darauf? Na, du siehst aus, als hättest du sehr viel gearbeitet, bis zu den Knochen. Also, entspanne mit uns. Ist das nicht richtig, Sans? Gut, ich mach es, aber
du musst ihn freilassen. Aber nur wenn er auch will. Sitz, du hast ihn hypnotisiert. Ich würde das nicht sagen. Warum? Ich würde sagen, er schläft mit offenen Augen. Und nun, your turn. Du hast versprochen, du lässt ihn frei. Und sowieso kennst du ihn nicht. Er schläft nicht mit offenen Augen. Vielleicht ist es das erste Mal. Du lügst! Kannst du mir in die Augen sehen, wenn du mit mir sprichst? Nein, erst lässt du ihn frei. Du musst der sein, wo das macht. Ich kann Leute hypnotisieren, aber ich kann sie nicht wieder zurückholen. Das muss schon jemand anderes machen. Wenn ich mal sagen darf, dass ich an den Satz von K da fast eine halbe Stunde saß und immer noch nichts gefunden habe. Sorry, wenn es mega dumm übersetzt ist. Sitz, wach auf! Das habe ich vergessen. Du musst wohl etwas härtere Geschütze auffahren. Oh, das tat weh. Was passiert? Sitz, endlich! Schnell, wir müssen vor dem fliehen! Von wem? Peps! Reden! Wohin denkst du gehst du? Rör! Sorry, Papyrus, doch du hast es mir versprochen. Schon vergessen. Erg, deswegen macht mein Bruder keine Geheimnisse. Erg, deswegen macht mein Bruder keine Versprechungen. Du hast mich, aber nicht meinen Bruder. Dann mache ich nun meinen Teil der Abmachung. Nebenbei ist es nicht so, als würde ich es nachher nochmal versuchen. Pups! Was zum? Wage es nicht, meinen Bruder zu verletzen. Alter, Pep sieht aus im zweiten Panel wie ein richtiger Superheld. Ist er ja auch, er hat Sens gerettet. Am meisten gefallen mir hier Peps Gesichtsausdrücke im Comic. Ich verabschiede mich dann mal und bis nächste Woche Sonntag so einen weiteren Undertale-Dub. Wenn ich es mit der Schule so schaffe, leider. Schule ist doof.